Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute mal wieder ein kleines Altar-Update, weil sich wirklich viel getan hat auf meinem Altar und in meinem heiligen Raum. Und deswegen gibt es jetzt ein kleines Altar-Update und wir fangen am besten bei dem an, was ganz neu ist. Und da haben wir hier einen neuen Tisch, den ich habe. Es ist so ein runder, hatte ich ja vorher auch noch nie so ein runder. Und da habe ich, ja, das ist mein Altar, man erkennt es jetzt noch nicht so gut. Also wird man bald auch besser erkennen. Mein Altar für die Engel und Erzengel. Da habe ich hier eine Kerze, die ich eben schon immer für die Engel benutze und für die Engelarbeit. Eine kleine Pflanze, eine sehr hoch klingende Klangschale. Pendel, eine Opferschale und eine Rad. Und ich bekomme bald noch Engelkarten und die werde ich dann auch auf jeden Fall auch zum Dekorieren mit benutzen. So, dann geht's weiter. Hier habe ich jetzt die Couch ersetzt durch eine kleine Arbeitsecke für spirituelle Arbeit. Habe ich hier einfach so zum Meditieren einen kleinen gemütlichen Raum und hier einen Tisch, wo ich in spirituell daran arbeiten kann. Was eben Schreiben angeht, Videos austüfte, neue, mich informieren, mein Buch der Schatten weiterschreiben. Ja, eben so etwas. So, dann kommen wir zum Altar. An meinem Altar hat sich eigentlich nicht so viel geändert. Ich habe hier einen ganz neuen Stab, den ich geschnitzt habe. Aus Tanne, aus einer Tannenspitze. Finde ich sehr schön, weil er einfach trotz, dass er jetzt so kunstvoll verziert ist. Scharf? Nö. Dass er trotzdem sehr natürlich aussieht. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Dann meine Karten, die ich ja eigentlich schon immer drauf habe. Die Steine für die vier Elemente. Die vier Elemente selber. Meine Runen, meine Ja- oder Nein-Karten. Und eben Kerzen für Gott, für die Göttin, für Gott. Und die Zentralkerze. Hier das Bild, was ich schon immer drauf habe. Hier mein Schrank. Oh, Finger. Hier mein Schrank. Wo ich eigentlich alles drin habe. Hier meine haufenweise Bücher. Und hier, das ist auch neu, meinen Ahnenaltar, den ich jetzt hier hingebaut habe, weil ich ihn hier mal vom Gesamtwirken gucken. Hier finde ich ihn eigentlich auch ganz schön. So, das war's jetzt soweit mit diesem kleinen Video. Mit diesem Altar-Update-Video. Ach, da unten habe ich noch eine Trommel und eine Gießkanne für die Blumen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hat euch Anregungen gegeben, wie ihr euren Altar dekorieren könnt. Und ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.